Hey Freunde, ich habe wieder einen neuen Mod rausgesucht und zwar spielen wir heute einen Pokémon-Mod. Ich habe so einen richtig coolen Pokémon-Mod rausgesucht und ja, und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar, um auch an der Abonnentenwand zu stehen wie die ganzen anderen Kommentare. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben und heute kommt an die Wand Eileen. Hi Buffalo, du machst die kurzen Videos von der ganzen Welt. Kannst du mich auch an die Wand machen? Heiße Eileen. Na klar, kommst an die Wand. Und da so richtig viele Leute an die Wand wollen, dachte ich mir, ich mach mal heute zwei Kommentare. Und Christine, Buffalo, ich liebe deine Videos. Bitte, darf ich auch an die Abonnentenwand? Na klar, kommst du an die Wand, Christine. So. So, jetzt stehst du richtig. Bitteschön. Und jetzt haben wir schon zwei, aber es werden immer mehr Leute. Ich komme nicht hinterher. Also vielleicht werde ich ab und zu öfters mal zwei machen, aber nächstes Video kommt erstmal wieder nur ein Kommentar an die Wand. Und vergiss nicht, meinen Roblox-Kanal zu abonnieren. Da kommt gleich auch noch ein neues Video online. Und ja, ich möchte auch keine Zeit verschwenden und wir gehen in den Pokémon-Mod. Und da sind wir schon im Pokémon-Mod. So, und lass mal gucken, ob wir hier ein paar Pokémon... Oh, guck mal hier, wir haben hier einen Radfratz gefunden. Aber ich habe hier mal so einen Masterball rausgenommen und... Dumm. Und? Oh, wir haben ihn gefangen. Wir haben einen Radfratz gefangen und können wir es auch wieder rausholen? Guck mal, wir haben ihn jetzt draußen. Okay, cool. Ist das, was ist das? Ein Sparrow? Okay. Warte, ist das nicht ein Sparrow? Nee, das ist ein Taubsi. Aber, ist das ein Shiny? Das ist ein Shiny. Okay, ich möchte den Shiny fangen. Weil, guck, das, so sieht's normal aus und das war ein Shiny. Wie viel Glück kann ich denn haben? Guck, Sparrow, Shiny. Wie viel Glück kann ich denn haben, Leute? Einfach direkt ein Shiny. Aber wir gehen jetzt irgendwo hin. Hier sieht es gut aus. Haben wir richtig viel Fläche. Und mal gucken, was es für Pokémon gibt. So, und oh, gibt ja richtig viele. Und wo fangen die Pokémon an? Hier fangen die an. Oh, Leute, lasst uns mal alle rausholen. Hör, was ist das? Das ist ein Bike. So. Okay, ein Flamara. Ein Dings da? Ein Sparrow? Das ist ein Shiny. Oh, cool. Ein Poliwag, ein Shiny, ja? Ein Parasect? Okay, ein Masterball, den brauchen wir ja nicht mehr. Lass uns mal hier wegschmeißen. So, zack, 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 zack. Kann man das Motor... Und ein Garados. Wow, wie riesig ein Garados ist, Leute. Ding, ding. Kann man damit fahren? Oh, was? Turtok, ein Shiny Turtok. Die laufen mir jetzt alle hinterher, weil ich die ja platziere. Oh, stimmt ja. Oh, ja. Gut, ne? Das ist jetzt nicht geplant gewesen. Was war das letzte, was wir gemacht haben? Pulli. Hier, Oddish. So, das. Es gibt ja über 100 Pokémon. Aber das Beste ist, hier können wir jetzt wenigstens wissen, was das letzte Pokémon war, was wir gemacht haben. Das ist viel einfacher zu merken. Hier, guck mal. Hier haben wir Eck. Denkst du, diesen... Oh, der ist auch shiny. Guck mal, wie groß der ist. Ein Mauzi. Ein Ponita? Ein shiny Ponita. Boah, guck mal diese Flammen an, wie cool die aussehen. Ein Basewatch. Shiny. Kokuna Shiny? Ein Baseball normal? Guck, das ist der Unterschied zwischen einem Shiny und einem normalen. Goldini? Goldini. Akaino? Oh, Akaino sieht richtig cool aus. Metapod. Wie viele Pokémon kennt ihr? Also das ist zwar jetzt die erste Generation, aber welche Generation kennt ihr alle? So, also Pokémon sind ja richtig cool eigentlich. Und? Oh, ein... Ist auch ein Shiny gewesen? Das, wie viele Shinies habe ich denn hier? Es gibt ja richtig viele Shinies. Magica. Oh. Da ist ein normales. Guck mal, wie viele Leute schon hinter mir her sind. Guck mal, Garados. Pikachu Shiny. Ein Exodor. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Einfach eine neue Reihe raussuchen.
Schon wieder ein Shiny. Ich habe noch nie so viele Shinies gesehen wie jetzt gerade. Ist das auch ein Shiny? Ja. Ich mag keine Bienen. Ich habe noch nie gewusst, wie die meisten Shinies aussehen. Das ist das erste Mal, dass ich Shinies sehe. Bei vielen. Charmander Shiny habe ich noch nie gesehen. Also, Charmeleon. Also, Glutexo. Dieser Knosp. So. Haunter. Ist das ein Shiny? Der sieht ja richtig cool aus. Zack, 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 zack. Ich sehe schon richtig viele Shinies. Hier ist nochmal ein Shiny. Hier nochmal ein Shiny. Hier noch. Mauzi Shiny. Glumanda Shiny. Und Time Set Day. Chillock. Arbok. Das ist ein Shiny. Okay, okay. Squirtle Shiny. Okay, okay. Guck mal, wie cool das aussieht. Der fährt mit. Das sieht richtig cool aus. Guck mal, wie viele Pokémon mir schon hinterherlaufen. Warte, wir schmeißen das mal alles hier rein. So, wir müssten eigentlich mal so ein Müllloch machen, wo wir alles reinschmeißen. So, wo ist das letzte, was wir gemacht haben? Pikachu. Habt ihr das gehört? So, hier geht's jetzt weiter. So. Und da sind wir schon wieder. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter weg, weil es sind richtig viele. Ein Gengar-Shiny. Wisst ihr was? Wir fliegen ganz weit weg. Wir fliegen ganz schnell ganz weg, sodass die nicht hinterherkommen. Dann warten die da hinten. Guck, jetzt bleiben sie stehen. Jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen mehr Platz. Eine Slot. Münzen, Coin, Poker, Dollar. Los, 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 los. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich möchte den Hauptgewinn. Komm schon, den Hauptgewinn, den Hauptgewinn. Wie cool ist das denn? Diamanten. Oh, wie cool ist das denn? Okay, 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 okay. So, dann haben wir jetzt erstmal das gemacht. Und gucken uns weiter ein. Okay, okay, ein Sparrow haben, kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Ponita. Oh, hier ist ein Nicht-Shiny-Ponita. Okay, okay. Jetzt kommen die ganzen Nicht-Shinies. Zack, 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 zack. Ein Taubsi-Shiny? Ein Pokestop? Ein. Wait. Okay, okay. Ein Slowbow-Shiny? Okay, okay. Ein Sentru? Ein Psyduck? Also ein Enton? Ein. Okay, okay. Okay, da. Ich sehe schon was. Seht ihr das auch, was ich sehe? Wir haben ein Legendary Pokémon schon. Ein legendäres. Das machen wir aber gleich. Eine Trade-Maschine? Ein Pocket Center? Ich weiß nicht, was das ist. Eine Healing-Maschine. Ein Samen. Okay, noch ein Samen. Okay. Ein Megakristall. Okay, wir haben da ganz viele Maschinen jetzt platziert. Die gucken wir uns mal gleich an. So. So, die letzte Reihe jetzt hier nochmal. Die Musik ist immer so schön von Pokémon. So, dem. Oh, wie riesig der ist. So, zack, zack. Ihr wisst, ich weiß, worauf ihr wartet. Zwar auf das Arktos. Und alles leer. Wow, wie riesig das Arktos ist. Was ist, wenn ich hochfliege? Guck mal, das Arktos fliegt mit. Aber wir müssen uns jetzt echt mal ganz, 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 ganz weit weggehen. Weil es kann nicht sein, dass die uns hinterherkommen. Hier sollte es jetzt sicher sein. Da ist sogar so ein Baum. Lass uns den mal angucken. Oh, cool. Hier sind Bären. Okay, aber... Okay, okay, okay. Wo haben wir aufgehört jetzt zu gucken? Slowpoke Shiny ist als nächstes, okay. Pomelo.
Ein Vulpix? Oh, Vulpix finde ich cool. Ein Lavados Shiny. Wie cool sieht ein Lavados aus? Ein Shigi, normal. Okay, ein Zapdos Shiny habe ich auch noch nie gesehen. Welches von den legendären Pokémon war immer das Lieblings-Pokémon von euch? Ich glaube, bei mir war immer Lavados. Und Glurak habe ich immer genommen. Arctos Shiny. So, jetzt können wir hier im Wasser mal alles reinschmeißen. Und machen direkt alles hier wieder runter. Ein Ghastly Shiny? Oh, das sieht ja richtig cool aus. Oh, gelbe Eier. Ein Shiny. Okay, ich dachte, die anderen porten sich wieder zu mir. Okay, 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 okay. Zack, 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 zack. Wir beeilen uns mal, dass wir uns alle angeguckt haben. Also Flamara war immer mein Lieblings... also die Entwicklung von Evoli. So. Dieses rote Garados. Ein Bisaflor. Und da ist das normale Zapdos. Also ich finde das normale Zapdos cooler als das Shiny. So, zack, 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 zack. Und Aerodactyl. Und hier noch ein Shiny. Oh, auch noch ein Shiny. Hier noch ein Shiny. Zack, zack, zack. Wir haben richtig viele jetzt platziert hier. Zack, 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 zack. Ich muss wieder weg. Es sind wieder viel zu viele Pokémon. Wir gehen da hin auf die Insel. Zu den Sand. Dann sollten wir erstmal wieder sicher sein, dass wir wieder neu platzieren können. Puh. Das Shiny sieht so cool aus mit so einem. Und zack. Die Shiny-Pokémon sehen doch richtig cool aus. Okay, okay, okay. Alle Shiny-Pokémon sehen doch richtig cool aus. Ich hab gelogen. Sie sehen alle richtig cool aus. Ey, erschreck mich nicht so. So, zack, zack, zack. Das sind wirklich alle 151 Pokémon, glaube ich. Ich frage mich aber, wo Mew oder Mewtwo ist gerade. Haben wir auch noch nicht gesehen. Wir haben richtig viele Shinies gesehen, aber noch nicht ein Mew oder Mewtwo. So. Das ist ein Shiny? Okay, okay, das muss ich sagen. Dieses Shiny sieht richtig cool aus. Ein Trainer, okay. Das, ja, sieht richtig cool aus. Wir haben jetzt wieder ein komplettes Inventar leer gemacht. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal wieder woanders hin, aber machen unser Inventar vorher voll. Wir haben bei Gengar aufgehört. Gengar ist da. Gengar fand ich auch immer cool. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, da ist Mewtwo. Da ist Mewtwo. Professor Eich. Zack, zack. Die Professor Eich geht nicht. Time set day. Schnell, 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 schnell wegfliegen. Und hier platzieren wir wieder alles. Gengar, zack, zack, zack. Oh, wie coole Pokémon haben wir denn hier wieder? Ein Team Rocket-Typen, okay. Ratatatat, ein Ratatatatat. Hallo, fremdes Evoli. Gleich kommt. Warte mal. Ist das ein Shiny Glurak? Hatten wir nicht schon mal ein Shiny Glurak? Das ist ein Shiny Glurak. Shiny Glurak sieht echt cool aus. So. Und jetzt kommt das Mewtwo. Okay, okay, okay. Leute. Darauf habt ihr alle gewartet auf ein Mewtwo. So, zack. Und hier ist es. Das ist nicht das normale Mewtwo, das ist so eine Oscuro-Form. Ich dachte eben so, hä? Sieht ja richtig cool aus. Dann wird ja gleich noch das normale Mewtwo auch noch gleich kommen. Ein Lapras ist auch cool gewesen. So, zack. Wir haben uns gleich alle Pokémon angeguckt. Wir haben so richtig, richtig, richtig viel. Ich frage mich, ob man auch gegeneinander kämpfen kann. Ich glaube schon. Ich habe gesehen, dass man kämpfen kann. Professor Eich, das, das, das.
Hier haben wir aufgehört. So, zack, 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 zack. Nee. Es muss nur noch versteckte Pokémon geben, oder? Mio? Nee, es gibt nur diese Mio-Form. Aber das sind die letzten Pokémon, die wir jetzt haben. Wow. Ich flieg wieder ein bisschen weg, weil es ist mir wieder ein bisschen zu viel. Das sieht ja richtig cool aus. Einfach hier so ein Loch mitten im Nix. Zapdos. Wow. Hä? Wo waren das auf einmal so viele Leute? Das war nicht gewollt, dass es auf einmal 10 Stück oder so rausgekommen sind. Und zack, 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 zack. Wieder eine Reihe rausgeholt. Hui. Wir haben uns alle Pokémon gleich angeguckt. Guck mal, Leute, wie viel Pokémon es gibt. So, zack, zack, zack. Aber schade, dass es kein Mio gibt. Pikachu, I choose you. Pika, Pika. Turtok. Und Glumanda. So, dann haben wir das alles angeguckt. Pika, Pikachu. Firestone? Pika. Hier ist ein Thunderstone. Wo ist Pikachu? Es entwickelt sich. Wie cool sieht das denn aus? Die Entwicklung sieht ja richtig cool aus. Los, entwickel dich. Wir haben einen Raichu. Wie cool ist das denn, dass das funktioniert hat? Was ist denn ein Keystone? Gibt es hier irgendwas, was sich noch entwickeln kann? Aber Leute, wie cool sah die denn in... Aber Leute, wie cool sah die Entwicklung aus, Leute? Die sah richtig, richtig, richtig cool aus. Und wenn ihr mehr von so welchen Mods sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Tschüss!